Hallo zusammen, heute machen wir diesen unglaublich gut aussehenden Double Hotdog. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Double Burger, Double Cheeseburger macht jeder, aber warum hat eigentlich bisher noch keiner einen Double Hotdog gemacht? Aber das ist natürlich kein Problem, dafür bin ich ja da. Wir brauchen ein langes Baguette oder ein Ciabatta, so wie bei mir hier. Und dann brauchen wir Würste. In dem Fall habe ich hier so Bockwürstchen vom Metzger meines Vertrauens. Wichtig ist, dass die am besten nebeneinander in so ein Ciabatta passen und auch lang genug sind. Ansonsten sehen die jetzt bei dieser Brotgröße etwas verloren aus. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ihr könnt natürlich auch kleinere Brote nehmen, dann kann man auch logischerweise kleinere Würste nehmen. So, ich habe jetzt dieses Ciabatta erstmal so von oben geöffnet und höhle es jetzt von innen so ein bisschen aus, damit wir genug Platz haben, um unsere Hotdogs darin unterzubringen. Das ist jetzt so ein industriell hergestelltes Baguette, das heißt, es muss noch fertig aufbacken, also perfekt für heute. Im nächsten Schritt schmeißen wir die Maxzone von meinem Landmann Triton Gasgrill an und schalten die auf niedrigste Stufe. Jetzt setzen wir eine gusseiserne Pfanne auf, die ist natürlich kalt, und geben in die kalte Pfanne Zwiebeln. In dem Fall habe ich hier so zwei mittlere Zwiebeln halbiert und in Ringe geschnitten. Dann geben wir ein ordentliches Stück Butter hinzu, sozusagen ein Sauerländer Butterflöckchen, und lassen dann ganz, ganz langsam die Pfanne erhitzen, sodass die Butter schmilzt. Das Ganze gibt am Ende ein super geiles Burger-Topping. Es gibt für mich fast auf Burger nichts Schöneres als richtig schöne sortierte Zwiebeln. Wenn die Butter dann so halbwegs geschmolzen ist, dann können wir das Ganze miteinander verrühren und dann immer mal wieder umrühren, bis die Zwiebeln eine richtig schöne karamellisierte Farbe bekommen haben. Parallel dazu grillen wir unsere Würstchen. Wer jetzt Bock hat, kann die natürlich zum Beispiel in Bacon noch einschlagen oder sonstige Schweinereien damit machen. Ich habe mich heute nur dazu entschieden, diese bei geringerer, direkter Hitze einfach nur so 5 bis 6 Minuten von jeder Seite rundherum anzugrillen. Dabei kann man ruhig den Deckel schließen und die Zwiebeln sind so langsam auf dem Weg. Bekommen schon eine schöne Farbe, werden ein bisschen brauner, können sicherlich noch einen kleinen Moment. An der Stelle muss man auch sagen, hier will gut Ding Weile haben, sowas plant man besser rechtzeitig ein. Man kann schon mal 20 bis 30 Minuten damit verbringen, bis die Zwiebeln die richtige Farbe haben. Wichtig ist, dass das Ganze nicht zu schnell funktioniert und nicht zu schnell heiß wird. Dann hat man eine gute Chance, dass man am Ende richtig schöne Zwiebeln bekommt. Für mich ist das jetzt hier so ungefähr der Punkt, an dem ich sage, das reicht mir so von der Färbung her und vom Geschmack. Die Butter ist noch nicht komplett verkohlt, die Zwiebeln sind richtig schön braun, also nehmen wir die Pfanne vom Grill. Die Würstchen sind dann auch soweit, also runter damit. Wir haben jetzt von unserem Gasgrill den linken und den rechten Brenner an, jeweils höchste Stufe. Das Deckelthermometer zeigt dann so circa 140 bis 150 Grad. Jetzt setzen wir unsere beiden Würstchen in das Brot. Passt mehr oder weniger, aber was nicht passt, wird passend gemacht. Einfach fest andrücken und geben dann Schritt für Schritt unsere Zwiebeln oben drüber. An diesem Punkt sind eurer Kreativität mal wieder keine Grenzen gesetzt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach nur Zwiebeln und geriebenen Käse als Topping zu verwenden, aber natürlich könnt ihr jedes x-beliebige Topping für euren Hotdog verwenden, was ihr sonst auch verwendet. Man könnte jetzt noch frische Zwiebeln klein hacken, man könnte Avocado draufhauen, Nacho-Chips, man könnte Chili-Soße oben draufhauen, also sowas wie Chili con Carne. Wir könnten also alles machen eigentlich, worauf man Bock hat. Ich habe mich hier für die Basisvariante entschieden. Ich finde die Idee allerdings so witzig, dass ich demnächst sicherlich noch das ein oder andere Rezept damit ausprobieren werde. Warmhalterost ist in dem Fall der perfekte Ort, um den Käse zum Schmelzen zu bringen und das Ciabatta fertig aufbacken zu lassen. Nach etwa 5 bis 10 Minuten ist unser Ciabatta richtig schön aufgebacken. Wir haben den Käse, er ist verlaufen. Ja, und dann würde ich sagen, können wir das Ganze mal runternehmen und dementsprechend aufschneiden. Was ist eigentlich euer liebstes Hotdog-Topping? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare. So, und natürlich wäre dieser Kanal nicht dieser Kanal, wenn ich das Ganze jetzt nicht auch probieren würde. Also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Double Hotdog ist auf jeden Fall eine witzige Idee
Und eigentlich stimmt zum ersten Mal für mich das Verhältnis zwischen Fleisch und Brot. Das ist ja oft auch so ein Thema. Ja, teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre es cool, wenn ihr das jetzt nachholen könntet. Wir sehen uns hier auf jeden Fall in ein paar Tagen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.